Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge ging es wieder um das schwarze Herz und wir sind jetzt zurück in Markarth und müssen, eigentlich habe ich gedacht, mit dem König sprechen, aber hier steht gerade, wir müssen mit Pradan sprechen. Der befindet sich hier drüben. Uns. Der Sturmangriff der Grauen Schar hat begonnen. Die Graue Schar kam aus dem Nichts. Sie fuhr auf die Stadt nieder wie der Hammer eines Riesen. Vampire und Werwölfe, die jeden zerrissen und töteten, den sie fangen konnten. Die Leute des Arts dachten, sie wären sicher in Markarth. Nur Narren vertrauen auf Mauern. Pradan, ihr müsst das wissen. Jeder Reikmanne, der heute stirbt, nährt das schwarze Herz. Genau wie das, was Natari meinem Clan angetan hat? Diese Mistkerle. Arane brachte uns hierher, damit wir helfen. Doch dafür ist es womöglich schon zu spät. Sie marschieren nicht nur auf die Tore zu, sie greifen uns von unter der Stadt aus an. Was meint ihr mit von unter der Stadt? Fürstin Belain hat die Tore nach Mhuan Zel entsiegelt und die Graue Schar in die Stadt gelassen. Wir kamen gerade rechtzeitig an, um die erste Welle abzuwehren. Für die nächste kann ich nichts versprechen. Geht zur Festung Unterstein. Erzählt Ard Kadach und Arane, was ihr mir erzählt habt. Ich gehe zur Festung Unterstein. Bleibt wachsam und aufmerksam auf eurem Weg zur Festung Unterstein. Die Graue Schar könnte jeden Augenblick angreifen. Dann arbeiten Ard Kadach und Arane jetzt zusammen? Der Vampiradlige, euer Freund Verandis, überzeugte Arane, dass wir dabei helfen mussten, Markarth zu verteidigen. Wir sind losgezogen, als Gwendis uns Bescheid gab. Außerdem stammen Arane und Kadach beide aus dem Rake. Rake-Mannen halten gegen Außenseiter zusammen. Das haben wir immer schon getan. Hallo, ich bin der Außenseiter, der mit euch zusammenhält hier. Gut, wir müssen, wo müssen wir denn hin? Wir müssen erstmal raus, mehr zeigt er uns nicht an. Na gut, wenn ich jetzt durch die Tore gehe, ist das wieder falsch. Nee, Reis nach Zischmier. Ich liebe es, wenn man direkt nicht erkennen kann, wo man hin soll. Geh zur Festung Unterstein. Ich weiß aber nicht, wo die ist, Leute. Ja. Teso anscheinend auch nicht. Ach so, das ist drinnen. Sag doch einfach, dass das die Festung von... Oh. Ihr verwirrt mich ja hier total. Ich würde übrigens auch gerne reiten, aber hier liegen schon die ganzen Leichen rum. Aber da habe ich immer so ein Problem mit, hier drinnen zu reiten. Bin ich immer viel zu schnell und falle immer überall runter. Da seid ihr ja. Nach all eurem Gerede hatte ich mir schon Gedanken gemacht, dass ihr uns verlassen könntet. Die Graue Schar hat meine Stadt überfallen und mehr von meinen Leuten getötet, als mir lieb ist. Aber wir haben sie abgewehrt. Gerade so. Jetzt sammeln sich diese Bastarde in Nehuan Zel für ihren nächsten Angriff. Fürstin Belain und die Schwarze Schar wollen so viele von euch töten, wie sie nur können, und damit ein arkanes Relikt zu nähren. Nun, dann haben sie bei ihrem ersten Angriff gute Arbeit geleistet. Fürstin Belain hat selbst versucht, mich umzubringen. Was ihr vielleicht gelungen wäre, wenn Arana nicht gewesen wäre. Sie hat Belain zurückgeschlagen und meine jämmerliche Haut gerettet. Sobald ich meine Truppen zusammentrommeln kann, gehen wir zum Gegenangriff über. Nein, ihr müsst euch verteidigen und für die Sicherheit eurer Leute sorgen. Je weniger Reikmannen sterben, desto besser. Verdammt, Außenseiterin! Doch eure Worte klingen wahr. In Ordnung. Reine Verteidigung. Fürs Erste. Arane hatte aber diesen Blick in den Augen. Ich glaube, sie hat vor, sich allein um Belain zu kümmern. Wenn es euch nichts ausmacht, dann geht nach Nehuan Zel und helft der Hexenrebellen. Ei? Ich werde Arana finden und dann kümmern wir uns um die Fürstin Belain. Passt auf, wo ihr in Nehuan Zel hintretet.
Soweit ich das beurteilen kann, hat sich die Graue Schar dort schon tagelang für den Angriff gesammelt. Selbst ohne die Vampire und Werwölfe muss man sich mit alten Fallen und Metallmonstern herumschlagen. Die Dwemer hatten noch nie etwas für Gesellschaft übrig. Warum ist Arana alleine losgelaufen? Eine starke Hexe in all ihrer Wut ist eine Naturgewalt. Arana gibt Fürstin Belein die Schuld dafür, was mit ihrem alten Clan geschehen ist. Und zu Recht. Klingt, als hätte Belein die arme Natari manipuliert. Die alten Wege. Selbst ich bin nicht töricht genug, sie zurückhaben zu wollen. Warum nur habt ihr eingewilligt, mit Fürstin Belein zusammenzuarbeiten? Eine Zeit lang erteilte sie mir gute Ratschläge. Sogar was die Graue Schar anging. Zuflucht in Makar zu suchen, rettete vielen Reikmannen das Leben. Zumindest bis heute. Arana hatte mich allerdings gewarnt. Sie vertraute Belein von Anfang an nicht. Wir haben herausgefunden, dass Fürstin Belein eine uralte Vampirin vom Nachttiefen-Clan ist. Meine Großmutter schüchterte uns mit Geschichten über die Nachtfürsten ein, die aus dem Land unter uns einst über das Reg herrschten. Ich dachte immer, sie wollte den Kindern nur einen Schreck einjagen. Wie bei den meisten Watteschran-Legenden steckte auch in ihren Geschichten ein Körnchen Wahrheit, vermute ich. Ja, das ist wohl immer so. Gewinn es. Augenblick mal, Heldin. Ich habe ein wenig die Gegend ausgespäht und ihr müsst hören, was ich zu sagen habe. Nhuanzel ist überlaufen von Soldaten der Grauen Schar. Ganz zu schweigen von all den Dwemer-Konstrukten, die auch dort unten herumklappern. Habt ihr Arana gesehen? Geht es ihr gut? Ich habe sie nicht gesehen, aber ich war auch nicht in der Lage, sehr weit in die Unterstadt vorzudringen. Da ihr offenkundig auf dem Weg seid, ihr zu helfen und ich alle Botschaften überbracht habe, die ich hatte, werde ich zur Bibliothek von Arkzan zurückkehren. Gerade als Saran war in der Planetariumskammer. Verandis wollte versuchen, ihn dort zu stellen. Ich hasse es, dass Verandis eine Vergangenheit hat, aber er ist ein uralter Vampir. Ich kann nicht von ihm erwarten, dass er jahrhundertelang allein geblieben ist, ehe er mir begegnete. Doch seine Verbindung zu Rada al-Saran. Er muss vorsichtig sein. Seine Gefühle werden ihm noch Ärger einbringen. Ihm Ärger einbringen? Inwiefern? Verandis versucht stets, das Gute in anderen zu sehen. Doch wenn da etwas Gutes in Rada al-Saran war, so ist es schon vor langer Zeit verdorrt. Passt auf. Jemand muss Verandis helfen und ihr müsst Arana finden und euch um Fürstin Belein kümmern. Vielleicht könnt ihr euch uns anschließen, sobald ihr fertig seid. Natürlich. Erst die Fürstin töten, dann die Welt retten, beziehungsweise dann den Vampiren helfen, dann die Welt retten. Mache ich doch alles an einem Donnerstag. Kein Thema. Dann kann ich mich Freitag wenigstens ausruhen. Ein eingesperrtes Thema-Konstrukt. Das ist nie etwas Gutes. Ach, ich wollte gerade sagen, hi, wer bist du denn? Aber das war ein anderer Spieler. Ey, das tat weh. Ja, natürlich muss ich da reinfallen. Und ja, natürlich muss hier ein neues Konstrukt stehen. Und da. Das war da wohl nicht so toll. Alter, was war das? Wo ist das? Hier drüben. Ich komm. Spring nur ein bisschen Ärger mit. Tut mir leid. Ich spüre eine freundliche Präsenz. Danke den Geistern, dass sie euch hergeführt haben. Wieso lieg ich? Basti, kümmere dich mal darum. Ich möchte mich jetzt hier mal unterhalten können mit der Dame. Und vorher das Schmuckkästchen plündern. So. Ich wollte es zu Ende bringen, aber Fürstin Belein, sie ist zu stark. Und die Graue Schar. Ich habe versucht, nach Makar zurückzukehren. Aber ich habe es nicht geschafft. Sag mir, was geschehen ist. Ich verfolgte Fürstin Belein in die Tiefen. Unsere Schlacht war ausgewogen. Dann beschwor sie die Graue Schar. Sie floh, während ich sie abwehrte. Ins Planetarium,
wie ich sie zum Kommandanten der Grauen Schar sagen hörte, glaube ich. Verandis ist los, um Radar als Saran im Planetarium zur Rede zu stellen. Hör zu. Ich nahm dort unten noch etwas anderes wahr. Einen zweiten Schlüsselstein. Findet ihn, und ihr werdet in der Lage sein, die Planetariumskammer zu betreten. Ich verstehe. Lasst mich euch zurück nach Markarth begleiten. Vergesst mich. Holt den zweiten Schlüsselstein. Lasst Fürstin Belein nicht noch mehr Macht aus dem schwarzen Herzen schöpfen. Ich finde den Schlüsselstein und begebe mich in die Planetariumskammer. Zögert nicht, Bussard. Die vielen Tode, sie nähren das schwarze Herz. Sie machen es mit jedem Augenblick stärker. Findet diesen Schlüsselstein und haltet Fürstin Belein auf. Schnell! Seid ihr sicher, dass ihr in Ordnung seid? Ich spüre schon, wie meine Kraft zurückkehrt. Es ist das schwarze Herz. Wie die alten Geistersanghexen spüre ich, wie seine Kraft sich in mir regt. Ich höre das Flüstern von Namira. Die Geisterkönigin ist bei mir. An diesem Ort werde ich nicht sterben. Ist das schwarze Herz nicht böse? Nein, nicht an und für sich. Wie alle von Namiras Gaben bestimmt unsere Verwendung von ihm darüber, ob es gut oder böse ist. Es ist Fürstin Belein, die es zu bösen Zwecken missbraucht. Haltet sie auf. Macht nur. Ich sammle meine Kraft und dann sehen wir, wohin die Geisterkönigin mich führen will. Na, ich vermute mal wieder zu mir zurück. Hier geht's runter. Die Treppe hinunter und sucht nach den Gewölben. Dort habe ich gegen Fürstin Belein gekämpft. Ja, das dachte ich mir schon. Hier ist eine Brücke. Und dann hinten runter, nehme ich mal an. Ja, ist ja gut. Alles in Ordnung, Leute. Das ist jetzt gemein. Ach komm, ich wollte jetzt die Chest haben. Was ist mit dem da oben? Der nervt noch. So. Ich möchte gerne die Chest haben. Ja. Wenn ich schon einen falschen Weg entlang gelaufen bin, ne? So, ich weiß aber trotzdem nicht, wo ich hin soll. Soll ich da runter? Mit den Schlüsselstein? Ich hätte tatsächlich da runter gemusst, oder? Und da hinten über die Brücke, kann das sein? Au! Aufspießen lassen wollte ich mich eigentlich nicht. Oh, komm. Du bist eine olle Nervensäge. Jetzt kann ich den nicht mal treffen, oder was? Hallo. Geh schon mal durch, Basti. Ich bin gar nicht da. So. Dann müssen wir einmal vorne aus. Die werden mir nicht folgen. Und ich hoffe, hier kommt jetzt nicht wieder irgendwas aus der Seite, was mich wegstößt, wie beim letzten Mal. Oh, ist das euer Ernst hier? Sind ja noch Fallen drin. Ja, genau das meine ich. Genau diese blöde Falle. Und ich bin genau falsch rum. Nee, doch nicht. Kann man nicht was hier rum, oder? Oh. Pff.
Renn einfach mal direkt rein, kein Thema. Ich höre hier was knurren. Was geht denn hier ab? Hallo? Ach, das ist mein Wolf. Hier ist etwas Wichtiges weggesperrt. Aber dieser Träger gefällt mir ganz und gar nicht. Er hat noch nicht auf unsere Gegenwart reagiert, aber ich vermute, dass die Dwemer ihn hier platziert haben, um unvorsichtige Eindringlinge zu bestrafen. Jetzt, da ich diese Kammer mit eigenen Augen gesehen habe, ergibt Venentions kryptischer Knittelfers mehr Sinn. Der Fürst verfolgt die Diebin, die Fürstin hetzt ihren Fürsten. Das Ross läuft ihnen allen nach, um der Diebin ihre Belohnung zu bringen. Okay. Sternenbilder. Natürlich, im Lauf des Jahres ist die Reihenfolge der Sternzeichen Fürst, Ross, Fürstin und schließlich Diebin. Wenn Vetenion recht hat, beginnt die Lösung mit der Diebin in Führung und das Ross steht ganz am Ende. Die Verbindung zwischen der Diebin, einem Winterzeichen und den Sternen des Nordens ist offensichtlich. Und das Ross steht während der Sommersonnenwende hoch am südlichen Himmel. Der Fürst und die Fürstin geben mir hingegen ein Rätsel auf. Keines der Sternbilder ist während dieser Zeit mit dem Osten oder dem Westen verbunden. Ist der Stern des Ostens die Fürstin oder ist es der Fürst? Ich habe es satt, auf Leitnahen zu warten. Vielleicht führe ich ja ein kleines Experiment durch. Okay, beginnt die Lösung mit der Diebin. Das heißt, Diebin, Fürstin, Ross und Fürst. Diebin, Fürstin, Ross und Fürst. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was was ist. Moment, das muss ich mir nochmal kurz durchlesen. War das nicht hier? Es war hier, aber ich kann das Buch jetzt nicht mehr lesen. Mist. Nein, Questgegenstände. War das das? Hallo? Also, Moment. Ich schreibe mir das jetzt erstmal auf. Diebin, Fürstin, Fürst und Ross. Nee, Moment. Es ist Ross kommt vor dem Fürsten. So. Verbindung der Diebin und den Sternen des Nordens. Das Ross steht im Süden. Ja, das ist doch logisch. Dann ist die Fürstin der Osten. Die Frage ist jetzt nur, was von denen was ist. Osten. Süden. Also es fängt mit der Diebin an. Osten. Das ist jetzt richtig oder nicht? Ich weiß es nicht so genau. Dann das Ross im Süden. Hallo, wäre schön, wenn du angeben würdest. Wollen wir nicht. Okay. Dann nehmen wir erstmal den Westen. Wollen wir auch nicht. Muss man das irgendwo zurücksetzen? Nee, ne? Fangen wir doch mal mit dem Norden an. Norden. Osten. Das scheint ja richtig zu sein. Und dann Westen. Und dann Süden. Ah, nehmt den Schlüsselstein. Vielen Dank. Und weg ist er. War doch einfacher, als ich dachte. Auch wenn ich nicht verstanden habe, warum er jetzt erst den Osten, den Westen und dann den Süden. Ich dachte, es geht einmal im Kreis oder so, aber wir müssen hinten schräg. Da müssen wir hin. Basti, kümmere dich bitte drum. Dann komme ich schneller drin. So, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Moment.
Da unten bin ich. Ich muss dahin. Also quasi geradeaus. Ist die Karte, jetzt ist die Karte ein bisschen kleiner. Wie komme ich denn hier runter? Achso, das ist eine Treppe. Ich könnte die Treppe nehmen, aber ich kann auch einfach so durch die Gegend springen. Gut, das ist jetzt wieder dieses Ding, wo wir vorhin waren, ne? Also nicht vorhin, sondern vor einer ganzen Weile. Der Lernenergie und so. Mein Verdruss ist so groß wie der eure, Gwendys. Wir haben keinen Schlüsselstein und ich konnte keinen anderen Weg hineinfinden. Ist nicht ganz richtig. Ich habe Neuigkeiten. So sehr ich es auch versucht habe, ich konnte die Schutzzauber an der Tür zum Planetarium nicht durchdringen. Die Dwemer-Magie ist zu stark. Ohne einen eigenen Schlüsselstein werden wir nie hineingelangen. Arana konnte Fürstin Belain nicht aufhalten, doch sie führte mich zu einem weiteren Schlüsselstein. Ich habe ihn. Ein weiterer Schlüsselstein? Anscheinend sind uns die Geister des Reg doch noch hold. Doch ihr sagt, Fürstin Belain wäre Arana entkommen? Wisst ihr, wohin sie geflohen sein könnte? Arana wurde in der Schlacht verwundet, doch sie hörte Fürstin Belain sagen, sie würde zum Planetarium zurückkehren. In der ganzen Zeit, in der ich hier bin, ist niemand durch diese Türen herein oder herausgekommen. Es ist allerdings klar, dass Rada al-Saran und Fürstin Belain mehr über dieses alte Dwemer-Bauwerk wissen als wir. Sie müssen einen anderen Weg haben, um nach Belieben kommen und gehen zu können. Sollten wir versuchen, den Schlüsselstein einzusetzen, den ich bekommen habe? Unbedingt. Wenn das klappt, können wir Rada al-Saran und Fürstin Belain endlich stellen. Zusammen ergeht es uns vielleicht besser als Arana. Na gut, dann mal los. Wie es allerdings mit dieser Sache weitergeht, das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.